Fast dieselbe. Fast. Nur ein bisschen anders. Cresselia, Regigigas, keine Ahnung. Axontor vielleicht? Was ist das? Akani wahrscheinlich? Giratina? Ganz klar Ho-Oh. Wer ist? Irgendwie Darkrai, Palkia, Rotz, bla. Das ist ja merkwürdig. Kann es sein, dass dahinter vielleicht einfach dann eine Höhle auftaucht oder sowas? Warum ist das schon wieder. Warum ist da wieder so eine? Das ist ja merkwürdig. Okay. Eines der hässlichsten Pokémon im Spiel. Sneboss? Nein, voll nicht. Wirklich nicht. Das ist ein charmantes Design. Das passt wenigstens. Nicht so wie gewisse andere zwei. Fucking. Das ist voll okay. Oh lol, ein Riolu. Ja dann. Cool. Ja, komplett. Ja, absolut. Das sind richtige Grazien. Ja. Noch nie sowas Hübsches gesehen. Ich hab die Rex. Ich hab die Tasche von Rex gefunden. Hey, Rex, wer ist denn da gestorben? Schön. Hab ich mal zurückgebracht. Hier sind also Riolu. Ich weiß von den neuen Sneebel. Achso, ja, dann kann ich sie ja zeigen. Ja. Ich find's cool. Man hat sich sehr schnell dran gewöhnt. Ich find's sehr schön eigentlich. Ist sweet. Ich mag es. Ist eine coole Idee. Es macht auch Spaß mit ihm hier so. Das hier vor allem finde ich so cool. Es gefällt mir sehr. Keine Ahnung. Eine Geschmacksführung. Nee, komm. Das ist voll okay. Das ist so voll in Ordnung. Wirklich. Das erinnert mich immer noch ein bisschen an Ceraore, aber hey. Das ist okay. Ich mag auch wirklich dieses, was vom Kopf abgeht. Ich mag's. Mir gefällt's. Ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Ich mag's mittlerweile. Anderen zwei gewisse Sachen. Das werde ich auch mich nie dran gewöhnen. An die anderen gewissen so Sachen. Die existieren für mich einfach nicht. Ich mag die Augen im Körbchen. Ja, das ist auch voll lustig einfach. So. Ich knuffel dich durch. Kannst du ruhig machen. Ein Riesenelektrik. Ich find's süß. Oder? Ja, süß. Es ist cool. Es hat mehr ein cooles Design. Ich find's toll. Hilfe! Sind sie bescheuert? Falsches. Habe ich dich jetzt doch gespoilert, Lucky? Ja, schwierig, ne? Bin halt auch schon weiter. Ist trotzdem cool. Kannst dich jetzt auf was freuen und so. Ich dachte halt, okay, wenn du es gesehen hast schon. Vom Design. Ja, komm. Wow. Entschuldigen Sie mal. Was soll denn das jetzt alles? Ich habe gerade Schwanzstein gelesen, ist auch okay. Ich finde mich süß. Echt schön. Ja, ich dich auch. Weißt du. Ja, ich glaube, ich weiß schon welchen, glaube ich, weißt du? Ja, das sind wir unsere. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Hilfe, um Gottes Willen. Geht das? Nein, jetzt nicht. Was auch immer. Sehr interessant, dass er auch Sneebos schon genommen hat.
Sollte mal langsam davor gehen. Sag mal, sollte es hier nicht auch irgendwo da eine zweite Base geben? Wie immer eigentlich. Ich dachte halt wirklich, da vorne ist das Kampffeld. Das sieht so Actilas-like aus. In dem Fall nicht. Rex Blizzard. Was ist denn da vorne schon wieder? Was ist hier? Wie die Fass? Warum? Naja. Was sind das? Bist du jetzt so? Habt ihr was gesendet? Das war so klar. Schau ich nach, ja? Ah, da hinten. Da hinten ist ein Zelt. Da hinten ist dann der Pell-Clan wohl. Also, was geht hier ab? Wer bist denn du jetzt? Hallöchen. Wer bist du denn? Diam? Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur, um mitten ins Nirgendwo zu gelangen. Prima. Dieser ehrenwerte Herr ist Actilas Wächter und mein Meister. Zeig gefälligst etwas Respekt, Diam. Wohlan, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Dren. Ich diene dem Pell-Clan als Wächter. Hi. Du gehörst zur Galaktik-Expedition, da musst du Gecko sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Actilas besänftigen? Das ist meine Mission, weil es in Rage ist. Aha, dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Rage? Lawinengefahr. Was? Weiß ich auch nicht. Dann sagen wir lieber Lawinengefahr. Ja. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Ich will es besänftigen. So oder so. Nun hör mir gut zu. Actilas, unser König des Schneefelds, macht weder Mensch noch Pokémon Ärger. Meister Renzo, beruhigt euch doch. Ihr habt recht. Noch hat Actilas niemandem Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass ein so gewaltiges Pokémon die Kontrolle verlieren könnte? Doch, doch, da ist schon etwas dran. In diesem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Nieren prüfen. Nun, genug der Worte. Zücke deine... Wie nennt er sie gleich? Ach ja, Pokebälle. Ja, ich zeig dir mal meine Bälle. Ja? Ich kann aber gerade nicht. Scheiße. Ja, bleibst du meiner Anerkennung unwürdig. Statt weiter Zeit mit mir zu vergeuden, stehle ich viel lieber weiter in meine Muskeln. Und los, paar Kniebeugen. Ja, sehr schön. Ja, geil. Bin auch gerade im Moment wieder am Trainieren. Ist, sympathisch. Man kann sich mit ihm unterhalten. Hey, wollen wir zusammen trainieren? Er sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Sieht sehr gut aus, der Typ, du. Schöne Bauchmuskeln. Nice, nice. Ja, da fliegen die Schlippis, du. Nicht nur deine, was? Was? Hier, zack. Oh, wow. Ja, muss ich jetzt wieder gehen, ne? Das kann doch nicht sein. Hier waren wir nicht. Verlorene Items von Kanimi? Okay. Kann hier ein Basislager sein? Eine neue Nebenmission. Dann ist vielleicht hier ein Basislager. Kann ich mal so machen. Hä? Da. Oh, Schlippi Party. Geil. Da sind wir dabei. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Das ist ein Elites-Nebel. Ein kleines nochmal. Ist das ein männliches? Hä? Auf jeden Fall sieht das hier nach Lager aus. Würde passen. Ja, guck mal. Das sieht doch... Ja, das ist es doch. Kenichi. Bin extra hergekommen, um mein Basislager aufzuschlagen. Aber wo steckt jetzt Jiro vom Bautrupp? Ich habe ihm gesagt, dass wir uns am Fuß des Wasserfalls im Weißen Frostland treffen.
Verlaufen tut er sich eigentlich nie, daher bin ich etwas besorgt. Könntest du ihn für mich suchen? Natürlich. Die Errichtung der Eisgipfelbasis. Sehr gut. Suchen wir ihn mal. Dann suchen wir ihn mal. Ich finde Jiro. Ist er bestimmt da hinten, oder? Endlich beim Todesberg. Was? Genau. Hallo? Hä? Also wir haben hier einen Felsen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Felsen wegkriege, ehrlich gesagt. Hey, guck mal da. Einfach so. Was ist das immer noch nicht? Doch, jetzt weiß ich's. Jetzt, wo ich ja weiß, dass das alle Begleiter-Pokis sind, beziehungsweise eins kommt ja noch, muss es ja so funktionieren. Muss ja dann so. Ja, wirklich genau das. Ey, ich hab's halt nie ausprobiert. Weil ich dachte mir halt, ja, okay, irgendwie, vielleicht kriegen wir noch... Aber nein. Jetzt muss es ja so gehen. Hallo, entschuldigen Sie mal. Das erste, was ich gemacht habe, ich halt nicht. Bin immer dran vorbei, einfach. Vor allem, ja, im Moment waren die auch nie wirklich im Weg, außer jetzt hier mal. Du konntest ja immer irgendwie dran vorbei. Oh ja. Ein Blattstein, cool. 95. Nice! Es macht Spaß. Die so zu rückzugeben und so. Ja, warum ist der Marker da? Was bringt mir der Questmarker dort, wenn ich jetzt nicht weiß, wo der ist? Es hätte jetzt sein können, dass er da drin ist, aber ist er nicht. Wo ist denn der Fuzzi? Oh, lol. Hast du mir einen Tipp? Fußwasserfall, aber da ist er nicht. Verlaufen würde sich eigentlich nie. Wo steckt er nur? Eine gute Frage. Ich mag den fließenden Wechsel. Das ist cool gemacht. Ach, wo kann der sein? Jetzt muss ich den erstmal finden. Da, das ist männlich. Das will ich jetzt. Oh ja. Level 50, ja. Tut bisschen weh. Schon ein kleines bisschen. Komm raus. Ja. Ja. Schön. Sehr schön. Hä? Und eine Schafklaue. Und direkt eine Schafklaue. Perfekt. Wie geil ist das denn? Können wir theoretisch sogar direkt weiterentwickeln jetzt. Was ist das denn? Cool. Ja, schön. Warum bist du so riesig? Du bist das Bist du... Was ist denn mit dir? Du bist einfach riesig, oder? Oha. Sneebel? War das nicht groß? Das sah so groß aus. Hä? Okay, dann nicht. Gut, gut. Was hier das für eins? Rübe? Strandrette. Hier muss ja wirklich ein Strand gewesen. Es ergibt aber überhaupt gar keinen Sinn hier. Naja, okay, cool. Bei Zelda Breath of the Wild, da gibt es Sinn. Aber hier doch nicht. Nicht wirklich. Weiß nicht. Seltsam. Egal.
Pokémon. Verpacken, fertig. Nein, steht zur Abholung bereit. Achso. Okay. Ja, sobald wir... Naja, wieder in Jubeldorf sind dann, ne? Ja, wo ist denn jetzt eigentlich unser Fuzzi-Heini? Wo ist dieser... Wie hieß jetzt? Jori irgendwie. Wo ist denn der jetzt? Er kann ja nicht so weit weg sein, oder? Oder? Ist halt blöd, dass der Questmarker immer noch auf ihm ist. Jetzt sollen wir den suchen? Ja, Gibt doch einen Questmarker in dem Bereich, wo er sein könnte. Das ist doch blöd wieder. Kann ich die ganze Map abgrasen jetzt? Oh, jetzt habe ich die Hütte da gefunden. Oh mein Gott, der Blizzard-Tempel. Palim, Palim! Wascha, der Pokémon, das nicht hier existieren sollte, ist hier. Weil es aus Einhalt kommt. Oh, ich liebe dieses Pokémon. Geronimatz. Ja, Geronimatz. So schön. Geronimatz. Sollte hier gar nicht in Hisui leben, aber hey. Schau einfach in ein anderes Gebiet. Vielleicht ja beim Strand. Hey, da ist er bestimmt. Wir müssen da unbedingt gucken. Der hat hier bestimmt einfach seine Fährte gelegt. Aus seinen Strandrettichen. Damit man jetzt weiß, dass er am Strand ist. Das ist ein Zugvogel. Hey, das kann sein. Das stimmt wohl. Kann sein. Aber eigentlich sollte es hier gar nicht sein. Aber ist trotzdem cool. Ach, wie geil. Das ist halt einfach der Blizzard-Tempel. Der ist ja hier viel größer, oder? Dann entsteht hier Blizzard, ne? Hä, wie cool. Das ist halt, das ist voll cool. Das gefällt mir immer. Hä, wer ist denn da? Wer bist du denn? Die einzigen, die den Blizzard, aha, Tempel betreten dürfen, sind der Pear-Clan und aus irgendeinem Grund Sabi vom Diamant-Clan. Wasabi. Darfst du da rein, wenn du Cynthia besiegt hast? Ja, muss ich zurück in meine Gegenwart. So eine Scheiße. Finsterstein gefunden. Lol. Auch nicht schlecht, nehme ich. Aber der sieht imposant aus. Der gefällt mir sehr. Cool. Der sieht toll aus. Ja. Gefällt mir. Aber das ist auch nicht Jori. Wo ist der Fuzzi denn nur? Weiß ich nicht. Sieht nicht so gut aus. Lass sie mal in Minecraft nachbauen. Ja, Mann, unbedingt. Da habe ich schon den Bioshock-Leuchtturm nachgebaut. Also, hey, können wir auch diesen Blizzard-Tempel hier nachbauen? Komm, ich schmuggel mich einfach von hinten rein. Wir machen hier einfach die Wand kaputt und dann gehen wir da einfach rein. Hä? Wie? Hä, wie? Hier geht's nicht weiter. Hä? Was ist denn das? Da geht's hier noch weiter. Ey, lol. Habt ihr was gefunden? 16. Oh Mann, Hilfe. Aber das Schneegebiet, das gefällt mir gerade ziemlich sogar. Ich will da irgendwie rein, ne? Nie, Boss. Kletter einfach drüber. Let's go. Ja. Ich konnte mich bei einem Questgeber vorbeischmuggeln, ne? Bei Perla war ja übelst die Alpha-Wand, aber bei jemand anderen nicht. Kommt man einfach durch. Das war lustig.
Ja, oh Gott, reden Sie mich nicht an. Aber hier ist natürlich wieder dicht, ja. Das wird hier nicht gehen. Naja, tschüss, ne? Gehen wir mal hier hin. Vor allem ist es so merkwürdig, weil es einfach nicht stimmt. Weil wenn da der Tempel ist und quasi Blizzach hier entsteht, dann ist der See nicht drunter, sondern eigentlich weiter westlich. Das ist so... Das stimmt halt einfach irgendwie nicht. Die Locations sind nicht so richtig. Was ich schade finde. Ist cool, dass es sie gibt, aber es ist eigentlich nicht richtig. Aha. Die nehmen den Tempel und schieben ihn. Schleiden. Was? Schleiden mit ihm den Berg runter. Genau das. Sieht cool aus, aber es ist nicht richtig. Wenn du genug Minus-Speed aufbaust und dann damit dann in eine richtige Richtung lenkst, dann überspringst du ein paar Frames und landest hinter der Alphabahn. Mit Sicherheit. Vor allem, wenn du dann noch die Switch mit einem LAN-Kabel verbindest und es anritzt. Ja. Ja, dann geht es. Dann sowieso. Wen haben wir denn da? Da ist er ja! Einfach mitten im Nichts gefunden auf otto.de. Hi. Oh, jemand vom Forschungstrupp. Bist du zufällig Kenichi vom Produktionstrupp über den Weg gelaufen? Eigentlich wollten wir uns am Fuß des Wassers... Am Fuß! Des Wasserfalls treffen, aber es fehlt jede Spur von ihm. Oh, ihr seid am falschen Fuße. Was sagst du da? Er wartet am anderen Ufer auf mich. Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich wahrscheinlich an Ort und Stelle festgefroren. Aber jetzt muss ich schnell zu Kenichi, damit wir mit der Errichtung des Basislagers beginnen können. Ah. So ist es. Jetzt haben wir es. Er war wirklich nicht weit weg, wie man sieht. Er ist einfach auf der Seite gewesen. Nein, 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 ne? Lass das mal sein hier. Gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil meine Tasche voll ist. Coolman! Wenn der Gegner Coolman ist und fragt, ob wir nicht Erz machen würden und ihn dann nimmst tun. Was? Genau. Was ist das denn? Der Coolman. Oh Mann, ey. Oh, Sniper-Lite. Ohne Witz. Müssen wir auch wieder. Es ist unglaublich kalt hier. Oh, ja. Hier halten die Mitglieder des Berglands erst nur aus. Meine Güte. Oh. Danke für deine Hilfe mit Giro. Jetzt können wir anfangen, das Basislager aufzuschlagen. Wollt's leiden schon rein, aber irgendwie wurde es wohl eingedeutscht zu schleiden. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Schleiden wir einfach den Berg runter. Da, so ein Basislager ist fertig. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Immer. Sehr gut. Das ist wichtig. Laven, klar, ist ja einfach da. Und friert. Selbst in dieser klirrenden Kälte flitzen manche Pokémon noch munter umher, als würden ihnen die eisigen Temperaturen gar nichts ausmachen. Ob sie wohl eine besonders dicke Fettschicht haben? Irgendeinen Trick muss es doch geben. Alles. Gut. Kann der Marker da bitte mal weg? Er hat trotzdem noch was, wa? Es ist so kalt, dass ich kein Gefühl mehr in den Fingerspitzen habe. So kann ich nicht arbeiten. Ich möchte meinen Mitgliedsrang erhöhen. Aber um weiter daran arbeiten zu können, muss ich mich erstmal ordentlich aufwärmen. Bitte überlass mir ein Feuer-Pokémon, damit es meinem Lagerfeuer mir so richtig einheizt. Gucken wir mal, was wir da tun können. Gar nichts scheinbar. Ich habe ein Magma, ich habe einen Panferno, ich habe 5 Millionen Schnäppke. Ja. Cool. Nee, musst du leider erfrieren, ne? Tschüss. Vor allem ist ja nicht so, als wäre hier ein Lagerfeuer. Was ist eigentlich mit ihm? Hä? Aber gut. Oh, Schafgaul. Das ist, bin gespannt. Verbindungsschnur, keine Ahnung. Hä? Was mache ich jetzt in meiner Truhe?